Nowak navigiert. Der politische Streifzug durch Wien mit Barbara Nowak. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Nowak navigiert. Mein Name ist Barbara Nowak und heute habe ich euch zum Karl-Marx-Hof gebracht, hier am 12. Februarplatz im wunderschönen Döbling, meinem Heimatbezirk. Der Karl-Marx-Hof ist wohl wirklich das symbolträchtigste und schönste aller Gemeindebauten im großen sozialdemokratischen Wohnbauprogramm. Die Wohnverhältnisse der Arbeiterinnen und Arbeiter nach dem Ersten Weltkrieg in der Zwischenkriegszeit waren desaströs. Man muss sich vorstellen, dass 93% aller Arbeiterinnen und Arbeiter in ihren Wohnungen nicht einmal eine Toilette hatten, geschweige denn Wasserleitung. Und über die Hälfte aller Arbeiterinnen und Arbeiter hatten kein eigenes Bett, sondern waren Bettgeherinnen und Bettgeher. Also unglaubliche Verhältnisse, die vor allem dazu geführt haben, dass die Tuberkulose durch die Arbeiterinnenschaft nur so durchgefegt ist. Viele Menschen sind daran gestorben, die Kindersterblichkeit war unfassbar hoch. Das Rote Wien, das unter Karl Seitz ein großartiges Wohnbauprogramm gestartet hat, hat sich ein Ziel gesetzt: Luft, Licht, Sonne. Und so sollte der Tuberkulose den Kampf angesagt werden und den Arbeiterinnen und Arbeitern und ihren Familien ein menschenwürdiges Leben geboten werden. Insgesamt hat das Rote Wien 220.000 Gemeindewohnungen erschaffen und noch einmal so viele Genossenschaftswohnungen. Das ist die Basis für leistbares Wohnen in unserer wunderschönen Stadt. Und es ist gut, dass wir auf diesem Erbe aufbauen können. Trotzdem schlägt die Teuerung gerade voll zu und viele Menschen wissen nicht, wie sie sich ihr Leben eigentlich noch leisten können. Auf das sozialdemokratische Wien, auf das kann man allerdings vertrauen. Und so gibt es jetzt ein neues 5-Punkte-Programm für leistbares Wohnen in Wien. Der erste zentrale Punkt des 5-Punkte-Programms sind 200 Euro Einmalzahlung, die im Juli an 650.000 Wiener Haushalte ausbezahlt wird. Der zweite Punkt, der betrifft Gemeindebaumieterinnen und Gemeindebaumieter, so wie hier im Karl-Marx-Hof. Wiener Wohnen wird eine halbe Nettomiete erlassen und so tatkräftig unterstützen. Der dritte Punkt, da hat sich Wiener Wohnen etwas Besonderes einfallen lassen. Denn die Mieterinnen und Mieter sind ganz unterschiedlich von der Teuerung und den Mieterhöhungen betroffen. Und in einem eigenen Stufenmodell wird hier noch einmal zielgerichtet geholfen. Der vierte und fünfte Punkt, der ist mir ganz besonders wichtig, denn da geht es um die Delogierungsprävention. Und einerseits werden Ratenzahlungen erleichtert und andererseits werden Mietrückstände übernommen in einem eigenen Programm der MA40 unseres sozialen Wiens. Ich denke, es ist dieses 5-Punkte-Programm eines, das ja auch Karl Seitz und dem Roten Wien geschuldet ist und Karl Seitz ganz besonders stolz gemacht hätte auf das heutige Rote Wien. Hier auf der Stiege 44 habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht. Meine Mama war hier Hausbesorgerin und hat sich einerseits natürlich um das Haus gekümmert, aber auch um die vielen kleinen und großen Probleme der Mieterinnen und Mieter. Der soziale Zusammenhalt, der war im Gemeindebau immer schon ganz besonders groß und die Hausbesorgerinnen und Hausbesorger haben auch darauf ganz besonders geachtet. Insofern war es wahrscheinlich kein Zufall, dass 2000 bei der ersten schwarz-blauen Bundesregierung die Hausbesorgerinnen und Hausbesorger als erstes im Parlament abgeschafft wurden. Im Übrigen hatten die reichen Döblingerinnen und Döblinger in ihren Villen keine besonders große Freude, dass dieser großartige Karl-Marx-Hof, dieser Gemeindebau, hier errichtet wurde. In ihrer Propaganda hatten sie prophezeit, dass dieser Gemeindebau nicht länger als ein Jahr stehen wird. Ich denke, ich kann mich mit dem legendären Zitat des Bürgermeisters Karl Seitz auch hiermit verabschieden, der gesagt hat bei der Eröffnung dieses Gemeindebaus: Wenn wir einmal nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen.